Einen habe ich noch heute. Sind hier am schönen Körnebach. Da fließt da. Ja, da kommt er. Glorreich schöner Bach jetzt. Und hier. Hier ist der Heimbach, ein Nebenbach. Sehr interessant. Ah, das riecht gut. Hier mündet der Heimbachkanal in den Körnebachkanal. Und das hier ist der Heimbach, hier die Mündung. Und guck mal schön hier, jawohl, Solschalen. Jede Menge Hochwassermarken. Ich muss nicht sagen, aus was die bestehen. Da gehen wir doch noch mal ein Stückchen. Ne? Ein bisschen komisch und guckt. Das habe ich früher geliebt, diese Art von Wege zu gehen. Das heißt früher, immer noch. Jetzt kann man wieder sagen, ja, was machen Sie da? Sie gehen wieder hinter dem Zaun. Aber ganz ehrlich, ich habe heute wieder mehrere Beispiele gesehen von völlig, also sinnfreien Schildern. Ich sammle das Material, falls es drauf ankommt. Also das ist,
paar Leute, Jungs von uns in unserer Gruppe haben das schon gesehen. Ich habe das schon geschickt. Also so manche Schilder, da kannst du dich nur an den Kopf packen. Da steht ein Schild, ein typisches gelbes. Und daneben ist überhaupt kein Zaun. Im Gegenteil, da ist ein Gehweg freigegeben zum Spazierengehen. Könnt ihr euch selber angucken. Seseke Damm. In der Nähe von der Fünf-Bogenbrücke. Und manchmal sind diese Schilder so wirklich vergessen worden oder noch nicht abmontiert. Weil da ist ein richtiger Gehweg. Direkt auf so einem, wo ich jetzt hier lang gehe. Und trotzdem steht da das Schild. Und zwar direkt neben dem Weg. Naja, ich habe noch mehrere. Ich habe zig andere Beispiele noch. So, egal. Ich will das jetzt genießen hier. Der Heimbach. Schön. Noch in Solschalen. Ich gehe mal auf der anderen Seite weiter. Pressen sich schon da raus oder wenn nach vorne gedrückt. Das ist nicht normal. Naja, ist doch eigentlich wurscht, ne? Früher oder später werden die auch hier entfernt. Wahrscheinlich. Denke ich mal. Ja, ich glaube, oben entlang wäre doch besser gewesen. Schon die Bären hier. Ach, guck mal, fließt. Fließt das Wasser. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dass Libellen da sind, ist ein noch besseres Zeichen. Ja, das ist ein bisschen öde, aber ich gehe mal hier wieder rüber. Hier ist ein bisschen, die Wärme ist nicht wirklich eine. Ist ein bisschen schräg. Also nicht im Sinne von verrückt, sondern schräg zu laufen. Ich gehe mal hier weiter.
sieht man auch nicht so oft, dass die Treppe bis unten quasi an den ans Ende der, oder ans Anfang, den Beginn der Sohlschale geht. Meistens ist immer da oben, da Schluss. Und ich komme nicht so noch so ein zweites Stück. Das ist sozusagen fast eine Premiere. Ganz abenteuerliche, ja, ehemalige Zuleitung. Wieder hoch, weil es ist hier so nicht so wirklich gut. Ach, schade, das schöne Grün ist weg. Dann gehen wir mal weiter. Da ist das Grün jetzt. Ich gehe nachher mal auf der anderen Seite, weil ich habe überhaupt noch gar keinen Kanaldeckel hier gesehen. Wir müssen auf der anderen Seite sein. Um das mal zu checken. Ja, das hatte ich auf Pause gemacht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt dieses Becken gerade mit drauf ist. Dürfte fast nicht. Ja, auf den Rückweg nochmal. Also es sind aber immer noch Hochwassermarken zu sehen. Da zum Beispiel. Da. Ja, eindeutig. Also schlägt nicht nur ein. Äh,
Regenrückhaltebecken oder vielmehr Hochwasserüberlaufbecken ab. Muss noch eins kommen. Ich glaube, irgendwie ist das da drüben besser. Wie immer, außerdem ist da ein Baum. Oder was soll das kommen? Oh, schön. Das war eine schöne Blumenwiese. Guck dir das an. Hey. Katze, Katzig. Komm her, Minchen. Oh. Oh, oh, okay. Ach, die andere Seite ist besser. Aber schöne Blumenwiese hier. So, da vorne sind Deckel. Oh, guck mal, da war das reingeschmissen. Unglaublich. Oh. So hier um hier. So. Und da scheint Ende zu sein. Oh. Schon. Oder der Anfang, muss man ja eigentlich sagen, ne? Da ist natürlich nichts zu sehen. Tja, das war's dann wohl. Mal gucken. Doch noch irgendwas ist. Sah so ein bisschen verdächtig hier aus, aber ne. Nee, ich glaube nicht. Okay. Dann treten wir jetzt den Rückweg an. So, noch einmal einen Blick hier von dieser komischen
Behelfsbrücke. Aber wer Bock hat, kann das dem ÖGLV Mängelmelder melden. Also hier irgendwo am Anfang hier ist so ein Netto, Straßenschild kann ich nicht lesen. Kleingartenanlage, was haben wir hier? GV Dietrich Kreuning e.V. Ja. Pflichtstunden. Jedenfalls hier liegt das ganze Zeug da im Bachbett, falls es jemanden stört. Einmal blicke ich auf diese schönen ist ja wieder was für meine Anja, ne? Und so weiter. Ich filme jetzt noch mal ein bisschen zurück, weil ich glaube, ich habe vorhin was verpasst. Ich denke, ich habe da aus Versehen auf Pause gedrückt gehabt. Warum wackelt das alles so hier? Verstehe ich nicht. Ah, hier noch ganz gut zu sehen, was hier für ein breiter Streifen ist, ne? Hier oben. Guck mal, da vorne ist der Bach und oben auf der anderen Seite ist nur so eine kleine obere Berme und hier, was hier für ein richtiger Fetter mit der Wiese, aber auch das andere Stückchen. Was, wie groß das ist hier, wie viel Platz hier wäre, wenn man die Sohlschaden rausnimmt und den Bach irgendwie, dem kann man auch nicht Platz geben. Also wenn der mal richtig renaturiert wird, Sohlschaden raus, könnte man die Seite hier, könnte man abflachen, wenn da überhaupt Wasser herfließt. Andererseits, wenn man das macht, ist die ganze schöne Blumenwiese weg. Auch wieder blöd, ne? Gebäude vom Lippeverband. Das ist ein kleiner Stauraumkanal hier mit mindestens 4 Fasanen, die rumlaufen. Dient als Hochwasserrückhaltebecken auch. Und ich glaube, hier habe ich vorhin versehentlich nicht gefilmt. Falls das nicht drauf ist, ich wiederhole das jetzt nochmal. Falls es doch drauf ist, tut es mir leid, dann erzähle ich das alles doppelt. Also ich wollte sagen, hier ist wieder ein klassisches Beispiel, dass man nicht bei Regen an die Bäche gehen soll und schon gar nicht vor solche Becken hier. Ja, ich war da immer wieder vor. Ihr seht ja, wie hoch das hier gestanden hat, wie das hier rausgekommen ist. Also ich gehe auch nicht bei Regen hier lang. Da sieht man, da hinten sind diese Überlaufschwellen. Da fließt der unterirdische Kanal lang und wenn der voll ist, schwappt es rüber und kommt hier raus. Ja, und guckt euch das an. Nicht wenig. Deswegen nochmal. Geht hier nicht hin, geht überhaupt nicht an die Bäche, wenn es regnet. Also zumindest nicht an solche Bäche hier. Ne? Die Schilder stehen da zurecht. Ich wollte es nur noch mal, hier sieht man es dann auch, ne? Nur noch mal zeigen. Guck mal, seht ihr das jetzt? Also kommt schon ordentlich was raus. Na, immer schön vorsichtig sein. Keine Scheiße bauen. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.